The drama get wicked. Wenn wir auf die Welt kommen, sind unsere Augen geschlossen. Bei den meisten ändert sich das ein Leben lang nicht. Blind folgen wir jedem, der die Führung übernimmt. Wir verschreiben uns jeder erdenklichen Sache, die uns mit Sinn erfüllt. Für mich waren das die Marines. Ich hatte mit meinem besten Freund Earl 6 Monate vorher gemeldet. Jetzt waren wir am anderen Ende der Welt für einen Einsatz in Südkorea. Wir waren Waffenbrüder. Ganz egal, wie schlimm es auch wurde, ich konnte immer darauf zählen, dass er an meiner Seite ist. Kopf hoch, Mitchell. So schlimm kann's nicht sein. Es wird mir jetzt erst richtig klar. Dafür sind wir hier. Tja, mein Vater war ein Marine. Ich hatte kaum eine Wahl. Ja, ich bin auch wegen meinem Alten hier. Ich wollte weg von ihm. Viel weiter weg als das hier geht's kaum. Okay. Hierher. Wir haben Befehle. Wir gehen rein bei Epsilon. Dann wird's dreckig, genau wie ihr es gelernt habt. Seid ihr alle im Bilde? Weiß jeder, wohin es geht? Hurra! Alle Mann bereit? Hurra! Dann los! Mitchell, 1, geht vor! Los geht's. Nordkorea überfiel Seoul. Wir mussten sie zurückschlagen. Das war nicht nur eine Mission. Es war unsere Initiation. Ja, willkommen zu Call of Duty Adventure and Warfare. Endlich ist es soweit. Und wir zocken hier gleich mal die geile Kampagne. Es geht los. Ganz wie im Training, Mitchell. Mal gucken, ob du dich meine Erwartung übertrifft als zu Ghost. 30 Sekunden zum Einstiegspunkt. Hey, seh dich auf der anderen Seite. Spaceman, schwerer Feindbeschuss in unserem Landevektor. Der sieht nicht gut aus. Oh Gott. Schott schießen. Dann tun wir das doch mal. Ja, komm. Oh, hast du ein Glück gehabt, ja. Landepunkt zurückgesetzt. Also grafikmäßig sieht es schon mal besser aus als Figos. Auf alle Fälle. Spiel läuft übrigens über Steam. Zurzeit gibt es ein paar Probleme mit dem Spiel. Es gibt Performance-Probleme, es gibt zurzeit ein bisschen Grafikprobleme, es gibt Startprobleme, es gibt Direct-Probleme zurzeit. Ihr könnt da auf PC-Games nachlesen. Da gibt es eine schöne Liste mit vieler Meldung. Und ja. Ich zeige euch gleich mal hier die Grafikoption. Um mit euch mal zu verdeutlichen. Wenn ihr bei der Option zum Beispiel hier Sun Shadow Maps Cachen
anhabt und Spot Shadow Maps Cachen anhabt. Dann habt ihr verwaschte Texturen. Also das heißt, ihr habt vermatschte Texturen. Also das müsst ihr unbedingt ausmachen. Ich hab mir vorhin angeguckt, die vermatschte Texturen, ey. Das sieht sowas von scheiße aus. Auf jeden Fall muss da Call of Duty Advention Warfare auf jeden Fall ein Patch nachliefern. Auf alle Fälle, weil so läuft das mal überhaupt nicht. Ja, wir haben hier folgende Einstellung. Wir haben zurzeit erstmal alles auf hoch. Supersammlung leider nur auf 4-fach. Wenn ich es auf 16-fach mache, dann sagt er mir an, sie haben so wenig Speicher. Beruflich sich, dass das genau bezieht, weiß ich nicht. Auf die Grafikkarte Arbeitsspeicher, ich denke mal an die Grafikkarte kann es nicht liegen. Hier rechts sieht dann meine Grafikkarte. Ja, 3GB Speicher dürfte eigentlich nicht das Problem sein. Arbeitsspeicher eigentlich auch nicht, weil ich habe 8GB RAM. Ich hoffe, dass da bald ein Patch kommt und dass man das dann hier auf 16-fach stellen kann. Das dürfte dann nicht das Problem sein, sag ich mal. Ja, Schatten an, Shadow Map Auflösung hoch. Ja, Tiefenschärfe an, Bewegungsschärfe. Und ihr seht das ja hier alles. Ist alles an. Auf jeden Fall diese vier Sachen auslassen. Sonst habt ihr vermatschte Texturen. Ja, 1920x1080, also Full HD, ganz normal. Texturquelle auf manuell, extra hoch. Ja, und mehr kann man da erstmal nicht einstellen. Ich hoffe, dass da bald ein Patch kommt, also dann läuft das von der Performance auch besser. So, würde ich sagen, erstmal hier noch gelabert und schwören mal hier in der Runde. Ja, Sir. Ja, wie ihr seht, Texturen sind scharf. Wenn waren die Texturen noch vermatscht. Und ja, sollte nicht so sein eigentlich. Wenn man schon Haufen Geld für das Spiel aussieht. Auf dieser Seite geht steil runter. Hier drüben haben wir Platz. Wir müssen runterspringen. Ich hab ja nichts dagegen, wenn es am Anfang nicht so läuft, aber das ist ja fast so wie damals wie bei Battlefield 4 gewesen. Also, da ging am Anfang überhaupt nichts. Schön. Tot, er ist halt nicht so viel fast. Ja, wie gesagt, wenn man schon einen Haufen Geld aussieht, sollte das eigentlich auch funktionieren. Sind wir schon wieder tot? So. Alle guten Dinge sind drei. Und drücken wir mal hier Feuer. Ja, von der Grafik her eigentlich besser wie bei Ghost. Auf jeden Fall, man sieht's. Ist alles viel dynamischer, viel detaillierter. Und ja. Also das Spiel, wie gesagt, läuft der über Steam. Und ihr müsst da erstmal ganz locker so 40 GB runterladen. Ich sag mal so, wenn man sich da schon 40 GB bis zum Abwinken runterlädt, sollte denke ich auch schon funktionieren. Sag mal, also. Verstanden. Haltet die Augen offen. Halt kann ja nicht sein, man kauft die Spiele, gibt einen Haufen Geld aus, man lädt es runter und dann funktioniert es nicht. Ist dann schon etwas enttäuschend, sag mal.
Geschütz! An das Geschütz, ja. Wenn du mir sagst, wo das ist, ach, da hinten. Boah, was ist das da oben, ey? Mitchell, an das Geschütz! Wir können das. Die Drohnen von uns fern. Wir brauchen Zeit, bis der EMP geladen ist. Wir können erstmal froh sein, dass wir die Schule erstmal hier auf den Ofen gebracht haben heute. Auf die Drohnen! EMP bei 50%! EMP geladen! Abfeuern! Danke für die Hilfe, Badger Team! Weil ihr würdet es mir nicht glauben, ich hab eine Stunde probiert, das über Steam ordnungsgemäß zum Laufen zu bringen. Ich hab echt alt probiert, alle Grafikeinstellungen, aber es ist jedes Mal beim Laden abgekackt. Bei der ersten Sequenz, bumm, weit weg. Und jetzt bin ich eigentlich schon zufrieden, es läuft erstmal. Und das werde ich erstmal überhaupt spielen können hier. Was müssen wir denn hier überhaupt machen? Boss auswischen, ja, den kennen wir ja, das ist ja hier wie bei Titanfall von EA Games. Schon. Hat schon ein bisschen was vom Titanfall. Ob dich da was abgeguckt haben, weiß ich nicht. Aber es hat schon so eine Ähnlichkeit. Ja, den Multiplayer hat mir unbedingt noch nicht angeguckt. Weil wie gesagt, die Performance ist noch nicht so optimal. Weil Leute mit weniger als 6 GB Arbeitsspeicher, ich will jetzt nicht lügen, könnt ihr die Spiegelung noch nicht mal starten. Also, wie sich bei Großfall, glaube ich, auch so. Und ja. Wir müssen rüber auf die andere Seite. Booster bereit machen. Sollte eigentlich nicht so sein, ey. Dass man praktische Leute zwingt, sich da 8 GB drin zu knallen. Weil mit 4 GB oder 3 GB, was weiß ich, wenn nicht läuft. Wie scheiße, dass ich weitergehen. Das ist unser Ziel. Wir müssen unser Sprengteam finden. Wir haben die ganze Straße zerlegt. Der Havoc-Werfer. Die Nordkoreaner schalten damit wichtige Straßen aus. Also ist schon so ein kleiner Hardware-Freiter, sag mal. Mit einer Grafikkarte mit 1 GB könnte echt eng werden. Auf jeden Fall nicht so grafikmäßig, wie ich es hier eingestellt habe. Das auf keinen Fall. Das ist ja schon mit meiner Grafikkarte hier. Mit meiner 780 hier schon. Ich will es nicht sagen, an den Grenzen, aber. Schon an das Maximum, sag mal. Ich würde auf jeden Fall, also ich jetzt. Will mir noch die andere Grafikkarte dazu nehmen. Und zwar die Nvidia GTX 970, die G1 Gaming. Weil die Grafikkarte, die ich jetzt drin habe, die hat ja 3 GB Speicher und die neue dann 4 GB Speicher. Durch den U-Bahn-Wagen. Das ist dann auch von der Leistung her auch Sie setzen Rauch ein. Enorm, sag ich mal.
Und die neue Grafikkarte ist auch stromsparender als die jetzige, die ich gestern habe. Weil die frisst so, so 225 Watt. Und die neue G1 Game Grafikkarte da von Giga weiter, die 79, die hat nur 150 Watt. Also, das ist schon extrem, was dann Strom verbraucht. Zwischen die alte, die jetzt drin habe, und die neue da. Und von der Performance auch besser. Ja, wir starten jetzt hier nochmal die Szene neu. Ich hatte gerade wieder mal, wie ich schon erwähnt habe, einen Absturz gehabt. Also die, ja, meine Antwort, ja, wie gesagt, die Performance ist noch sehr, sehr vage hier. Bin dafür hin, hier, bei der Szene hier Treppen hochgelatscht. Oh. Ah, leg wieder eine scheiß Fehlermeldung, Alter. Ist gar nicht, was das soll. Mal gucken, ob das hier gleich wieder fasst, ne? Ne, diesmal nicht. Ich bin ein bisschen gerade so am Austicken, sag ich mal. Ey, kann ja nicht sein, ey, ich spiele hier und dann kackt das hier halt ab, ey. Kann ja nicht sein. Die Bastarde haben sie alle getötet. Konzentration. Wir können jetzt nichts mehr für sie tun. Weiß ja nicht, was die Firma da da veranstaltet, ey. Haben wir da keine Zeit, die zu optimieren? Egal, nicht sein, die kauft die Schüler, einer. Mitchell, mach das Tor auf! Und jedes Mal so eine Probleme, ey. Naja, egal. Nicht feuern! Blau, blau! Identifizieren! Atlas PMC Rettungseinheit. Wir transportieren ein Ziel. Wie ist das Wetter im Süden? Ein echter Albtraum. Der östliche Tunnel ist die bessere Wahl. Verstanden. So funktioniert das Spiel, also, ja. So funktioniert es, aber das ist so performancebrüchig, ey, dass das jederzeit abkacken kann. Ja. Das beste Gehalt. Wieso bist du nie eingestiegen? Wollte meinem Land dienen, nicht meinem alten. Schluss jetzt. Da vorne bewegt sich was. So, ich würde sagen, wir machen jetzt mal Stopp. Spiel halt gerade die Speicher und ich würde sagen, jetzt helfen wir mal ab und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Schaut mal rein, auf jeden Fall. Und ich würde mich echt mal freuen, wenn auch mein Kanal mal ein bisschen mehr passiert, also wirklich mal ein bisschen mehr Kommentare und ja, die Likes interessieren mich nicht so, aber wirklich mal so ein bisschen ein paar Kommentare, sag mal. Also die könnt ihr ruhig schon mal da lassen, sag mal, würde mich echt mal freuen. Sag mal, weil wir ja nicht mehr alt hier umsonst machen und ja, dann danke schon mal fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Haut da rein und bis dann und einen schönen Abend noch.